Ja, servus Tobi, schön, dass du da bist, dass es geklappt hat mit unserem Call. Stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, Christian. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du mich hierzu eingeladen hast. Ich bin der Tobias Ebering. Ich bin selbstständig in dem Bereich Grafikdesign und Social Media Aufbau und habe mich darauf spezialisiert für Finanzdienstleister, für sie, die den Account zu übernehmen, die Designs zu machen, um dafür halt wirklich zu sorgen, dass sie dann neue Kunden oder Mitarbeiter oder was auch immer sie sich von Social Media wünschen, um das zu erreichen. Ja, sehr cool. Und ich kenne dich natürlich schon. Das heißt, für mich war die Vorstellung nicht. Wir haben ja zusammengearbeitet. Da hätte ich doch auch tatsächlich nochmal nachträglich einfach ein paar Fragen an dich, weil ich glaube, das könnte durchaus dem der ein oder anderen helfen. Deswegen starten wir doch einfach mal. Und ja, die erste Frage, was war deine Ausgangssituation vor unserer Zusammenarbeit? Ja, dort war das halt wirklich so bei mir, dass ich halt wirklich an einem emotional ziemlich tiefen Punkt war. Heißt, man ist einfach schon schlecht aufgestanden, man hat sich einfach viel zu viele Sorgen gemacht und meistens auch im Nachhinein betrachtet und meistens unnötige Dinge, die halt auch einfach ja nicht nach vorne gebracht haben. Man hat sich an kleinen Sachen zu sehr aufgehängt, man hat sich über Sachen aufgeregt, die es gar nicht wert waren und man war einfach am Boden. Ja, verstehe ich. Was war bei dir im Endeffekt dann der ausschlaggebende Beweggrund, warum du in die Zusammenarbeit mit mir gegangen bist? Naja, wir kannten uns ja schon vorher, wir haben uns ja bei den Jonas Struck im Coaching kennengelernt und da haben wir uns halt auch miteinander connected, wir haben auch öfter mal darüber gesprochen und da ich halt wirklich auch schon an dem Punkt war, wo ich so am Boden war und dann wusste, was du halt auch anbietest, habe ich mir gedacht, okay, komm, ich weiß, du bist jemand, der mir auf jeden Fall weiterhelfen kann und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde den Schritt gehen und mit dir eine Zusammenarbeit starten, um halt auch wirklich meine Probleme, die in meinem Inneren sind, um die halt wirklich da auch zu fixen. Ja, ich meine, wir hatten ja auch schon davor gesprochen und was du mir auch schon verraten hast in der Zeit, in der wir uns schon vor der Zusammenarbeit kannten, war, dass du ab und zu mal richtig durch die Decke gingst und es lief richtig und du warst hochmotiviert, ja. Dann aber auch wieder Phasen hattest, wo du wirklich Wochen, teilweise Monate am Stück es so gar nicht mehr voranging und du wirklich kurz davor warst hinzuschmeißen. Was, ja. Weißt du noch genau, wie du da hingekommen bist und war das im Endeffekt auch so dieser ausschlaggebende Punkt, dann doch zu mir zu kommen, weil du gemerkt hast, hey, alleine es ist so wenig planbar, das geht so hoch und runter und dieses Gefühl zu haben, permanent hinschmeißen zu wollen, das wird ja doch nichts, das würde ich gerne mal hinter mir lassen. Ja, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, als ich wirklich so in dieser Phase war, wo es mir ganz dreckig ging, habe ich schon dreimal oder so nachgedacht, okay, komm, es wäre doch einfach einfacher, den Hammer hinzuschmeißen und mich wieder irgendwo anstellen zu lassen, um halt dann wirklich mein monatliches Gehalt zu bekommen, um dann halt nicht mehr diesen, in Anführungszeichen, Stress zu haben, um halt immer Kunden zu suchen und so. Und diese Phase, das hatte ich halt immer öfter, aber letzten Endes jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich halt wirklich am Ball geblieben bin und dass ich halt auch mir in der Hinsicht wirklich helfen lassen habe, dass man halt öfter diese negativen Gedanken hatte und sich davon halt wirklich einfach den ganzen Tag kaputt machen lassen hat. Man hat sich nicht mehr auf seine wahre Arbeit konzentriert, man hat sich nicht darauf konzentriert, okay, komm, jetzt ist hier eigentlich so viel Potenzial da, aber man nutzt es einfach nicht, weil man halt sich von unnötigen, schlechten Gedanken die ganze Zeit runterziehen lassen hat. Ja, verstehe ich. Wie war denn die Zusammenarbeit mit mir? Ganz ehrlich. Ja, also, Christian, das habe ich ja auch so gut wie nach jedem Gespräch bei mir gesagt, es ging mir wirklich immer und immer besser nach den Gesprächen und es hat alles miteinander drauf aufgebaut. Gerade am Anfang, wo man halt nochmal so weiter ins Innere reingegangen ist, um zu gucken, okay, das sind so die aktuellen Punkte, die einen halt wirklich auch runterziehen und dann so nach der Stunde oder nach jeden Stunden immer, dass da auch wirklich geguckt wurde, okay, das ist jetzt in dieser Zeit alles passiert. Ich habe mir dort immer fleißig meine Notizen gemacht, wo ich halt wirklich auch alles notiert habe, woran es jetzt bei mir gescheitert hat, sage ich jetzt mal, oder woran ich halt mich wirklich wieder aufgehängt habe und mich halt wirklich wieder schlecht gefühlt habe. Da habe ich halt auch danach geguckt und so haben wir halt immer, konnten wir immer auf die vergangene Woche dann weiter drauf aufbauen, um halt wirklich auch die tiefsten Abgründe bei mir zu erkunden, um halt wirklich auch meine Probleme dann anzugehen und so auch zu behandeln. Hätte ich nicht besser sagen können. War so ziemlich der Prozess, den wir so durchlaufen sind. Was war deiner Meinung nach so dein wichtigstes Learning in der Zusammenarbeit?
Definitiv, dass ich aufhöre, mich selber für Dinge zu verurteilen. Weil mir ist es halt wirklich aufgefallen, dort hat man hat sich eine Tagesplanung gemacht, man hat sich in 70% der Fälle hat man sich dann nicht an seine Tagesplanung gehalten und man hat sich einfach, man saß dann abends dort vor seiner To-Do-List, die ich jetzt immer noch führe, man Sehr gut. saß vor seiner To-Do-List und dachte sich so, ah Scheiße, schon wieder nicht das erreicht, was ich haben wollte, was kann ich überhaupt, man hat dann. Dann ist man auf Instagram gegangen, dann hat man wieder von irgendwelchen anderen Leuten gesehen, ja, hustle, 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 du musst durcharbeiten. Diese ganze Leistungsgesellschaft auf Instagram, die hat einen dann noch zusätzlich mit runtergezogen. Und seitdem ich halt wirklich gelernt habe, mich nicht mehr für Sachen zu verurteilen und vor allem auch so unnötig zu verurteilen, weil es bringt am Ende des Tages nichts, wenn man sich selber für seine Fehler verurteilt und diese schlechte Energie mit in den nächsten Tag mit reinzunehmen. Das macht einmal den nächsten Tag kaputt und vor allem macht dieser Gedanke auch unproduktiv, wie ich halt wirklich bei mir gesehen habe. Es ist ein Teufelskreis, der ihn immer weiter runtergezogen hat. Und als ich dort ausgebrochen habe und mir nicht mehr diese ganzen Gedanken gemacht zu haben, oh, jetzt habe ich wieder die Akquise vergessen, jetzt habe ich wieder ein paar Designs weniger erstellt, seitdem ich gesagt habe, okay, ist jetzt so passiert. Schade, aber kein Weltuntergang. Seitdem ich mit diesen Gedanken auch arbeite, läuft es doch wesentlich besser. Also meine Laune wurde erheblich erhöht und das wirkt sich logischerweise dann halt auch auf die Arbeit aus. Man merkt, dass du dich ein bisschen mehr mit den Themen auch noch nach der Zusammenarbeit beschäftigt hast, finde ich. Weil das sind ja genau die Themen, die wir hatten, wo ich auch weiß, wo wir teilweise ja mehrere Termine in Folge hatten, wo das immer mal wieder Thema war. Aber das Schöne ist, wenn einmal dieses Bewusstsein da ist und das einmal wirklich von dir auch verstanden wurde. Nicht nur, dass ich dir sage, hey, du könntest doch auch so auf Dinge blicken, sondern du selbst einfach realisierst, dass du diese Wahl hast. Dass du das auch einfach dann selbst anfängst zu übernehmen, weil du merkst, hey, so macht Leben irgendwie mehr Spaß, so komme ich mehr voran und so halte ich mich nicht die ganze Zeit da, wo ich gerade schon bin und wo ich gar nicht mehr sein mag. So ist es. Und vor allem auch nach der Zusammenarbeit, da habe ich ja, also klar, ich will hier auch nicht lügen, es gab auch mal Tage, wo es eigentlich nicht so gut geht. Völlig logisch, sowas gibt es halt immer mal. Und deswegen Die habe habe ich ich diese auch. Zeit einfach mal, wie bitte? Die habe ich auch ab und zu mal. Na Ganz klar, normal. eben. Sowas kommt halt auch mal vor, aber da konnte ich diese Zeit auch wirklich für mich nutzen, um zu erkennen, okay, es ist jetzt, man merkt, es kommt ein schlechter Tag, man fühlt sich nicht so gut, man ist halt einfach nicht wirklich gut gelaunt, aber dass man das akzeptiert und dass man dann halt wirklich auch für sich selber erkennt, okay, heute ist schlechte Laune, dann guckt man halt, dann fühlt man quasi in sich rein und guckt dann halt auch wirklich, woran liegt es? Ist es etwas, das man ändern kann oder etwas, das man nicht ändern kann? Das ist einfach so von, dass einen irgendetwas belastet oder so, sowas mag halt auch mal vorkommen oder dass man halt einfach auch mal keine Lust auf seine Arbeit hat, was auch als Selbstständiger öfter mal vorkommen kann, dass man dann halt auch sich bewusst dafür entscheidet, sich mal ein, zwei Tage da zurückzunehmen und ein paar Tage Pause zu machen, als dann halt wirklich auch sich weiterhin zur Arbeit zwingen zu müssen, dann Gespräche führt, wo man halt auch schon so eine negative Energie und wo man halt nicht wirklich performt, dass man dann halt wirklich sich dann auch einfach mal mehr Zeit für sich nimmt, um halt wirklich auch wieder mit sich in Reinen zu kommen, wenn man das so nennen Ja, darf. du hattest schon angesprochen, dass es jetzt besser läuft. Aber was hat sich denn in dem letzten Monat seit unserer Zusammenarbeit bei dir getan und wie geht's mit deinem Business voran? Ja, das ist natürlich mit eines der entscheidendsten Dinge natürlich, wenn man selbstständig ist, dass man da halt dann auch, dass halt auch die Zahlen stimmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat es im vollen Umfang getroffen. Also diese positive Energie, die man abgegeben hat, die überträgt sich auch auf andere. Und wenn man halt wirklich merkt, okay, der brennt für seine Sache. Und das ist halt jemand, der halt auch wirklich voll dahinter steht und halt auch, ja, einem weiterhelfen kann. Und wenn man diese Energie weitergeben kann, dann läuft es halt auch mehr oder weniger von alleine. Ich habe jetzt in der Zeit zwei neue Kunden gewonnen. Und ja, einer wird wahrscheinlich im nächsten Monat noch dazukommen. Also ja, wenn man das wirklich auch in Zahlen betrachten will, hat sich das natürlich auch voll und ganz gelohnt. Freut mich mega zu hören.